Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie lassen sich die Corona-Schutzmaßnahmen lockern, ohne die Eindämmung des Virus zu gefährden? Auf diese Frage haben wir Freien Wähler in dieser Woche mit unserer vielbeachteten Drei-Phasen-Strategie klare Antworten gegeben. Erstens, Zeit gewinnen, um die Infektionskurve abzuflachen und unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Zweitens, kontrolliert und schrittweise zur Normalität zurückkehren, abgestimmt mit Bund und Land, um langfristige wirtschaftliche Schäden zu minimieren. Dies ist die Phase, die in Kürze beginnt. Drittens, vorsorgen und für die Zukunft wappnen. Das heißt auch, so viele Menschen auf Corona testen wie möglich. Außerdem fordern wir Freien Wähler eine umfassende Gesundheitsreform und wollen systemrelevante Medizinprodukte künftig in Bayern produzieren. Denn wenn es um unser wichtigstes Gut geht, unsere Gesundheit, darf künftig nicht mehr allein der Profit entscheiden. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Kultusminister Michael Piazzolo haben uns gestern bei ihrer Pressekonferenz aufgezeigt, wie es nun weitergeht. Bereits ab 27. April kann mit den Prüfungsvorbereitungen für Abitur und mittlere Reife begonnen werden. Am 11. Mai wird es weitere Schulöffnungen geben. Sicher seid ihr ebenso erleichtert wie ich, dass bald auch kleinere Läden öffnen und wir alle wieder mit einem professionellen Haarschnitt aus dem Haus gehen dürfen. Das aber darf uns nicht leichtsinnig werden lassen. Bitte tragt beim Einkaufen nach Möglichkeit einen Mundschutz und haltet weiterhin einen Abstand von 2 Metern zu anderen Menschen ein. Denn auch nach fast 4 Wochen strenger Ausgangsbeschränkungen gilt ein eisernes Gesetz. Das Coronavirus verzeiht keine Fehler. Danke für euer Verständnis. Bleibt gesund und Gott schütze euch.